Hallo und herzlich willkommen zu Ark Survival Evolved Valguero. Natürlich hier auf unserem ID Gaming Server. Und ich habe heute mit euch was ganz Besonderes vor. Und zwar schnappen wir uns heute zwei Artefakte. Nicht nur eins, nein, sondern gleich zwei. Und zwar weiß ich schon, wo eines ist. Ich weiß eigentlich schon, wo beide sind, was ja ganz, ganz gemein ist. Das eine habe ich durch Zufall entdeckt. Das andere, von dem habe ich gelesen, wo es ist. Und ich war auch schon in der Nähe mit dem lieben Lektor, der heute nicht dabei ist. Denn der führt ja abseits der Xbox noch ein normales Leben, im Gegensatz zu mir irgendwie. Ja. Egal. Das erste, oder eigentlich das zweite, das werden wir sich nachher holen, das ist in einer kleinen Eishöhle, die ich entdeckt habe. Und das erste, was ich mir schnappen werde, ist bei den Feuerwiffern. Da, wo der liebe Lektor und ich unsere Wiffern-Eier herhaben, was ihr ja in einem der letzten Videos gesehen habt. Und inzwischen ist mein Wiffern natürlich kräftig genug, um sich damit jeden anderen Wiffern messen zu können. Deswegen geht es da jetzt ab nach unten. Und ich möchte mir unbedingt dieses Artefakt des Himmelsherrn holen, was dort unten versteckt ist. Wobei versteckt ist es ja eigentlich nicht. Es ist eh offensichtlich ziemlich gut zum Finden, wenn man weiß, wo es ist. Ergibt das Sinn? Ja, egal. Es ist halt nur eine Frage der Power, der Feuerkraft und wie auch immer, dass man dort überhaupt runterkommt und auch lebend wieder rauskommt. Aber das sollte mit unserem Feuerwiffern jetzt eigentlich kein Problem sein. Ich werde mir da nur kurz den gelben Loot schnappen. Denn inzwischen habe ich schon mitbekommen, im gelben Loot, beziehungsweise im gelben Loot mit Ring, ist dann sogar eigentlich der beste Loot drinnen. Wenn ich einen roten Loot aufmache, habe ich da meistens nur Schrott drinnen. Okay, das war jetzt auch nichts unbedingt Besonderes. Meister auf der Dunkleosto-Sattel. Naja. Bauplan für ein vertikales Strom. Ach, Kacke, komm schon. Bitte. Echt jetzt. So. Egal. Zurück zum Thema. Artefakt des Himmelsherrn. Wir müssen da jetzt wieder dorthin, wo wir unsere Wiffernfalle aufgebaut haben. Das heißt, ich werde mich jetzt wahrscheinlich anfangs wieder mit unsichtbaren Eiswiffern duellieren müssen, quasi. Es sei denn, sie sind endlich sichtbar. Ah, da hinten sehe ich was. Ist da tatsächlich ein sichtbarer Eiswiffern? 210. Da sind mehrere Eiswiffern. Da ist ein Jütti, was bist denn du für einer? Was, stopp. 120, okay. Da, brennen mal ein bisschen. Ich will dein Fleisch. Ich glaube, man kann die Wiffern wieder sehen, was ja ein absoluter Wahnsinn wäre. Oh, okay. Nein, ich nehme alles zurück. Das ist ein unsichtbarer Wiffern. Hilfe! Ich sehe nicht. Ich beiß einfach mal in der Gegend herum. Irgendwann werde ich ihn schon wieder erwischen. So. Oh, okay. Na, au, au. Ja, das ist halt echt mühsam, wenn man sich da mit unsichtbaren Gegnern herumschlagen möchte. Oder muss. Da möchte man gleich gar nicht absteigen, weil sonst ist man richtig im Arsch. Au. Der dürfte auch ein bisschen ein hohes Level haben, weil sonst wäre es sicher schon noch ein paar Bissen kaputt gewesen. Wo bist du? Komm. Ich tu mal da meine Position ändern, vielleicht. Okay, Musik ist aus. Es greift mich auch nichts mehr an.
Vielleicht hat er sich auch einfach aus dem Staub gemacht. Wäre natürlich auch cool. Ich habe da aber ein bisschen Damage gekriegt. Also, es tut schon ein bisschen weh, was die da austeilen. Ich glaube, ich werde jetzt auch mal wieder ein bisschen in Lebensenergie, in Gesundheit investieren, ein paar Level. Denn ich habe schon ziemlich viel in den Nahkampf reingehaut. Und mit 800% bin ich eigentlich schon ziemlich zufrieden. Das ganze Pelz haue ich mal weg, das brauche ich aktuell nicht. Und ja, gehen wir es an. Ab nach unten, bevor ich da noch länger herumsitze und warte. So, machen wir da eine kleine Runde. Nicht in die Lava fliegen, das kann ganz, ganz schnell ins Auge gehen. Wir müssen da in den kleinen Spalt hinein. Hier sollten wir es natürlich auch vermeiden, in die Lava hineinzufliegen. Okay, ich höre Musik, das ist auch nicht gerade unbedingt cool. Oh, oh, oh. Ja, da ist ein Unsichtbarer. Was macht ein Eisbiff von da herunten? Oh, der tut ordentlich weh. Mit 127 Damage, das muss er starker sein. Aber jetzt habe ich ihn erwischt. Haha, okay. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man plötzlich Schwefel kriegt und Fleisch von nichts. Das heißt, der wird sicher kaputt sein. Ich sehe hinter mir aber da ein paar Schlangen, Mantis und andere böse, böse Viecher. Egal. Wir müssen da runter. Oh no, jetzt wäre ich schon fast gefallen. Und zwar ist es diese kleine Insel, die sich jetzt genau über dem Kopf meines Wiffons befindet. Genau dort müssen wir hin. Jetzt werde ich aber nochmal kurz ein Level hier in Leben rein investieren. Das haben wir weg, das haben wir weg. Die Lunge hebe ich mal auf. Den Sattel nehme ich auch sicherheitshalber rüber. Schwefel brauche ich keinen mehr. Da haben wir zum Schweinefüttern. Ich sehe jetzt hier auch nicht wirklich unbedingt Feuerwiffern. Ich hoffe nicht, dass die jetzt auch unsichtbar sind. Fliegen wir einfach mal tiefer hinunter. Das werden wir dann schon gleich sehen, ob die unsichtbar sind oder einfach nur sich verstecken. So, ich glaube hier auf dieser Insel. Ja, da leuchtet eh schon was. Ha, gekonnt gelandet. Hier ist auch ein Baum. Wie süß. Ein einzelner Baum mitten im Nirgendwo. Ich möchte jetzt noch schauen, ist da irgendwas Bösartiges auf dieser kleinen Insel? Weil ich habe keinen Bock, dass ich da jetzt absteige und mich haue irgendeine Mantis oder irgendwas in die Lava rein. Weil dann ist nicht nur meine Ausrüstung weg, sondern auch mein Wiffern quasi verloren. Ich werde mal hier den Wachler machen. Hat sich nichts bewegt. Mich irritiert, dass da gerade keine Feuerwiffen unterwegs sind. Das ist tatsächlich etwas, ja, verwirrend. Aber egal, ich riskiere es. Ich steige ab. Ich hole mal das Artefakt. Und steige wieder auf. Schnell. Okay, okay. Ist mal gut gegangen. Wir haben jetzt das Artefakt des Himmelsherrn. Yeah. Sehr gut. Der erste Job wäre erledigt, der heutigen Liste. Oder der erste To-Do-Punkt. Ich möchte jetzt aber nochmal da kurz ein bisschen herumfliegen und schauen. Ist da wirklich sonst kein anderer Wiffen unterwegs? Weil wenn das so ist, gucke ich mir natürlich auch noch ein paar Eiern um, weil ich hätte nichts dagegen, selbst auch ein 210er Ei zu finden, so wie es der Lektor geschafft hat. Oh no. Oh Gott. Jetzt hatte ich kurz Schiss. Denn vor der Aufnahme hat es mich heute, glaube ich, schon dreimal vom Server gehaut. Und das brauche ich jetzt natürlich gar nicht. Dass mich hier im Flug über der Lava vom Server kickt.
Soll ich es riskieren? Weil wenn die jetzt auch unsichtbar sind, dann zucke ich komplett aus. Aber egal, ich riskiere es. Okay, ich habe ein Heer aufgehoben. Ich sitze drauf. Ich habe ein 204er. Ich glaube, das werde ich mir aufheben. Oh, und da ist auch schon die böse Mama. Ich werde mal da drinnen zwischenlanden. Da kommen einige. Oh, da ist sicher auch die 204er Mama dabei. Aber ich werde die alle tot beißen. Denn Feuer gegen Feuer hat keinen Sinn. Oh, oh. Beiß. Der erste ist tot, das war ein 66er, okay. Sollte ich auch mehr Damage beim anderen machen, weil ich glaube, die waren Mate boosted. Ja. 120, okay. Puh, wir haben es überlebt. Okay, habe ich irgendwas aufgehoben, was ich brauchen kann? Nö, außer die Feuerkrallen, die nehme ich mal mit. Und ich gebe nochmal 2 Level in Leben. Jetzt sind wir bei 25.000, ja, damit bin ich zufrieden. Damit bin ich glücklich. Ich würde dich gerne ein bisschen hochheilen da, aber... Ja... Das ganze Fleisch da jetzt auffressen, dauert natürlich Ewigkeiten. Ah, du erholst dich schon. Oh no. Oh no. Also ich weiß nicht, was heute mit dem Server los ist. Ob das jetzt an Arc liegt oder an den Server selbst. Aber irgendwie macht es mir ein klein wenig Angst. So, ich mach da mal den Wachel-Drachel. Skorpion, geh fliegen. Ich habe da drüben einen Wiffern gesehen, ich weiß ganz genau. Soll ich es noch riskieren, das eine Ei da schnappen? Oh, das ist nur ein 66er. Okay, das 66er werde ich gleich aufessen. Yum, yum, yum. Und da kommen schon die Wiffern. Und zubeißen. Geh mal ein bisschen zurück, damit die da auch reinkommen. Mein Wiffern kriegt relativ schnell Level da herinnen. Was natürlich super praktisch ist. Der schaut gut aus. Lasst euch beißen. Ich habe euch zum Fressen gern. Komm. Das war ein 108er, okay. Was ist mit dir da? Warum hängst du da fest? Na bitte. Ja, anzünden kannst du mich so viel du willst, das funktioniert nicht. Haha. So. Ich glaube mal ganz kurz wieder das Inventar ausleeren. Hat da schon wieder so viel Schrott eingesteckt. Bisschen Ausdauer ist auch nicht schlecht. Dann schauen wir hier noch kurz nach, was es hier Schönes gibt. Da ist nichts, da unten ist ein Nest. Da sind viele Feuerwiffern. Okay, ich drehe um. Ich hab genug. Das 204er ist schon... Moment.
Okay. Ich glaube, ich kann es riskieren. Ist hinter mir irgendwas? Ich sehe hinter mir nichts. Da vorne, die sind auch noch relativ weit weg. Ein 60er. Ich krieg die Krise. Das werde ich mal kurz verspeisen. Jetzt nur nicht das falsche Essen. Nein. Ja. So. Da kommt schon ein Wiffern. Da kommen mehrere Wiffern. Die sind Mate-boosted, das ist unfair. Einer weniger. Na komm. Oh, da kommen noch viele. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. ...222. Ja, das hätte ich schon gerne, muss ich gestehen. 222 ist halt doch schon richtig heftig. Aber wir haben da jetzt genug erledigt. Wir fliegen jetzt weiter und holen uns das zweite Artefakt. Denn dafür sind wir letztendlich von zu Hause losgeflogen. Yay. Und ja, jetzt muss ich dann natürlich erstmal wieder rauskommen, ohne dass mich ein unsichtbarer Eiswiffern da anknabbert und keine Ahnung noch was. Da wird's eng. Das leuchtet cool. Ich habe da ein paar Eiswiffern gesehen. Ich glaube, verfolgen tut mich aber jetzt nichts. Oh ja, da kommt eine Tasche. Hey, den muss ich jetzt... Sorry, ich muss den aber jetzt kurz umbringen, weil ich möchte das da zelebrieren und genießen, einen Eiswiffern, den ich sehen kann, zu töten. Auch wenn er nicht auf mich losgeht. Hallo? Brenn bitte. Danke. 191 Damage, der macht aber... Puh, der muss hoch sein. Hey, ich sehe gerade zum ersten Mal einen Eiswiffern, mit dem ich kämpfen kann. Ich meine, ich habe vorhin schon welche gesehen, ja, mit euch. Aber einer, mit dem ich kämpfen kann. Das ist was ganz was Neues. Komm schon. ...210, ja, der war schon stolz. Der war echt schon gut beieinander. So, habe ich irgendwas aufgehoben, was ich brauchen kann? Nope, okay. Werde ich jetzt nochmal in Ausdauer rein klopfen. Vielleicht... Vielleicht kommen wir doch auf 2000 Ausdauer, das wäre schön. Jetzt geht's aber ab Richtung Artefakt der List, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, was für eins es ist. Ich weiß nur, dass es violett ist. Inzwischen sollte ich wissen, welches es ist, weil bei Island habe ich mir das auch schon oft genug geholt. Dort werde ich euch dann auch zeigen, wo es ist. Oder wo es sich befindet anhand der Karte. GPS habe ich natürlich keines mitgenommen, nicht Superheld. Das macht aber nichts. Denn es ist ziemlich offensichtlich. Ich kann schon nicht mehr reden heute. Es ist ziemlich offensichtlich, weil man weiß, wo es ist. Ich muss jetzt nur selber schauen. ja, ich bin, glaube ich, richtig unterwegs. Ja. Irgendwo da vorne auf der rechten Seite sollte es dann sein. Da gibt es einen kleinen See, an den ich mich erinnern kann. Und da war dann irgendwo so ein spitzer Felsen, der eigentlich eh auch ziemlich offensichtlich ausschaut. Ah, ich glaube da, der See.
Das schaut schon mal gut aus. Schaut schon mal sehr gut aus. Genau, und da ist dieser spitze Felsen, von dem ich geredet habe. Ich glaube, das ist das. Ja. Schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. Und unter dem spitzen Felsen ist noch ein kleinerer See, exakt. Und hinter diesem kleinen See ist ein Baum, der was den Weg zur Höhle markiert. Ist das hier? Ja, Tatsache. Da ist ein Wolf. So, da waren Wölfe. Oh, da ist noch einer. Ist da jetzt eine Ruhe? Sappalot. Kann man nicht mal in Ruhe was herzeigen, alter Schwede. So. Schaut relativ sicher aus. Was ist denn das da? Ist das so ein Kackewerfer? Ich glaube fast. Ich werde den auch kurz grillen. Genau, ein Calicotherium. Warum läuft ein Hirsch? Warum? 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 Achso, weil da vorne ein Jytto ist. Ich glaube nicht, dass der jetzt kommt, wenn ich da in die Höhle gehe. Hoffe ich. Was fällt denn davon? Wow! Okay, Leute. Ich wollte mich da nicht einmischen. Oh, was sind das für ein fescher Jytte? Der war sogar 174. Ah, und schwarz mit so einem coolen, echt coolen Türkisblau. Oh, das hat mir jetzt aber leid dann. Den hätte ich mir, glaube ich, gezähmt. Glaube ich. Egal. Ich hau da jetzt mal wieder alles weg. Mein Wiffern ist schon wieder zu sehr vollgepackt. Und werde mich da jetzt in die Höhle reinbegeben. Kommt da von oben wieder irgendwas? Schaut nicht so aus. Der Jytti da vorne ist recht weit weg. Okay, ich riskiere es. Absteigen und laufen. Der Vorteil an dieser Höhle ist, dass da nämlich gar keine Gegner drinnen sind oder keine Viecher spawnen. Das heißt, man kann da ganz locker und lässig unbewaffnet reinlaufen. Das besonders schaut gut aus, das gefällt mir. Das schaut echt super aus. Mit so coolen Eisstufen. Das hat schon was. So, da vorne, ich glaube, das Blinken ist schon vom Artefakt. Ich muss darauf. Bitte, danke. Ja, ah, genau, da vorne ist es. Da haben wir das Artefakt der List, ganz genau. Ich habe es mir doch gemerkt. Sensationell. Artefakt der List. Somit haben wir jetzt unsere zwei Artefakte und können sich wieder auf den Weg nach Hause machen und diese dann auch zu Hause ausstellen. Denn ich werde da sicher nochmal oder mindestens einmal herkommen und das abholen, denn wir brauchen mindestens eins für die Bossfights und eins möchte ich eben ausstellen. Ist da jetzt eh nichts? Hallo? Nee. Schnell. Sehr gut. Also wie gesagt, ich muss da mindestens noch einmal herkommen, eins abholen für die Bossfights und danach werde ich vielleicht noch einmal herkommen, wenn wir die Bosse zweimal machen oder mehrmals machen, aber das jetzt werde ich definitiv ausstellen. Denn ich möchte es in unserer Base auch etwas schöner haben. In diesem Sinne sage ich wieder mal wie immer danke fürs Zuschauen. Ja. Und wir sehen sich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.